Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Elgrad. Ja, sind dabei und wir ernten Weizen. Müsste mir bald Gedanken machen wegen dem Ballenpressen. Aufpassen, dass ich den Drescher nicht den Kurs lösche. Nicht gespeichert. Ja, die Feldzufahrt muss ich ein bisschen korrigieren. Und eigentlich die Abfahrt auch. Na, ja, da muss ich nicht gehen. Kleinen Maßstab, worum es geht. Ja, geht um 10.000 rein, ne? Ist kein großes Drescher, aber für uns einen kleinen Hof anfangs ausreichend. Auch wenn er läuft. Da geht er rein, ja. Ja, die Ränder muss ich teilweise noch bearbeiten. Da wird wahrscheinlich wieder Wiese hinkommen. Und dann hat sich das, wenn man die quälen, da überall, wo bis Getreide steht. Wenn wir der Zufahrt klappt, dann werden wir auch die entsprechende Zufahrt eher verbessern. Ja, die Wiese, das kostet uns einen kleinen Spaß. Die BGA muss ja im Winter auch laufen. Das ist ja wichtig, da müssen wir jetzt Rohstoff haben. Diese Wiese hier rede ich da, Land. Das ist die 358.000, na fast 59.000. Ja, nach Ostern kommt ja Personal Farming. Da muss hier ein Kurs, aber in Paul, da muss man mächtig was verändern. Aber der zieht hier mit 10 km hoch, das ist schon nicht schlecht. Gülle reinfahren. Und das alles muss ich auch noch korrigieren. Ja. Kommen wir mal aus, ne? Ich hatte es ja anfangs anders geplant gehabt und da habe ich leider umgeworfen, weil das Beladen des Bunkers, das war um die Ecke zu kompliziert. Das dauert so lange. Das kann man einfacher gestalten und was auch tun. Ja, nebenbei läuft die Weizenernte und wir sind ein bisschen sehen, ob wir hier weiterkommen. Ne? Im Grunde wäre das ideal abgeben von Loner, ne? Aber wir haben keinen. Ich möchte hier selber spielen. Bisschen mehr Fantasie laufen lassen, ne? Mal aussorten, ne? Also wie heißt das so schön? Ja, die Kühe sollen. Soll die Gülle schon weggefahren werden, ne? Das muss ja nicht sein, ne? Die da überlaufen. Ja, man kann nur so bestimmten Zeit normalerweise Gär ausbringen. Bei Frost geht's nicht. Beziehungsweise ist nicht erlaubt. Weiß nicht genau wie lange, aber irgendwann ist sogar komplett nicht erlaubt. Also wenn Wachstum nicht da ist, dann darf man auch nicht düngen, die Dinge. Obwohl das Wachstum setzt ja relativ früh ein. Wenn Frost frei ist, dann beginnt sie auch früh. Also die Wurzeln sind dann schon aktiv. Leer, voll und her leer. Angekommen? Nö, keine. Verteilen. Müsste eigentlich ankommen.
so wie Methan verteilt wird und Energie, wird Gülle auch verteilt. Gülle, ja. Behalten, verteuern. Ja, wird irgendwo funktionieren. Kann man alle reinstellen, ne? Geht bergauf. Ja, der Deutz ist man schwach für sowas. Leider ist er doch Deutz 9er. Ja. Vielleicht brauche ich einen stärkeren Traktor. Die Wiese auch mal wichtiger zu kaufen mit Wald. Da kann man im Winter entsprechend. Holzfäller, ne? Das sind ja Trappen. Da kommen wir nicht hin. Die vorne rechts, die gucken also links, die wollen geradeaus. Die da schon. Zwei, müsste jetzt Mittwoch sein. Trotzdem noch ein bisschen schönen Wochenstart und. Ja, und froh uns dann, ne? Und zweitens. Ja, bergab mag er lieber. Da wiederum zu doll. Punkt hier markiert. Da oben irgendwo, ne? Ne, da nicht. Da unten, da muss ich was korrigieren. Also da. Ich habe auch kostenlos noch einen kleinen gekauft, weil einen größeren gekauft, der wäre noch blöder wegen der Belastung. Glauben, dass sie jetzt voll sind, dann kann er da fahren und ich kann da, wo die ja, Ente, Vogel, Küken, keine Ahnung, die haben die so genau angeschaut. Ja, ich überlege aber noch, was sie können bei mir führen. Ja, Symbol nehmen. Ist ein bisschen, ich würde mal ein bisschen höher holen. Also, schon fahren, ja. Ende parken. Bodenhöhe über den Traktor. Weil dadurch kann ich ein bisschen. Bisschen, weil dann muss ich das hier ein bisschen so gestalten, dass beide Richtungen gefahren werden kann.
theoretisch. Und das muss ich jetzt nicht verstehen. Ach so. Der will da lang fahren. Okay. Ich muss noch probieren, ob das überhaupt funktioniert. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, alles, was man gemacht, muss mal probiert werden und getestet werden. Wenn es nicht klappt, ja, dann ist es ungünstig. Ne? Also ich habe mir hier auch in Zukunft mal einen Kurs, wo Querbahnfeld ja nicht so ideal ist. Ich hätte diesen Strich nur diesen ist eigentlich im neutralen Kurs, hätte man anders fahren können. Aber anscheinend ist dieser Weg kürzer. So. Ich wollte ja eigentlich verkaufen, ne? Das machen wir jetzt. Wir verkaufen mal. Ich sehe gerade, wir brauchen noch Geld. Und die BGA wird es ja nicht so einbringen. Oder schon, aber wie gesagt. Wir wollen zur Mühle hin. Zur Mühle, dass wir auch gleich Geld kriegen. Und dann müssten wir erstmal einen Zug mieten, dann müssen wir warten, bis er voll ist. Warten wir in dem Fall nicht. Weil die Wiese könnten dann auch bald mähen, ne? Oh, wie ist gefährlich. Bin mal gefahren hier vom Berg runter mit dem Auto. Berufsbedingt. Und das war eine Aktion. Ich habe ja damals noch einen Carina gefahren, Toyota. Ja, gut. Der war so nicht schlecht, kann man nicht meckern. Jedenfalls war ich zur Inspektion und da sagte er zu mir 10.000 noch und dann kannst du an Bremsen dran denken. Hm. Ja, gut. Ich ahne ja nicht schlimmer, dass ich auf dem Berg arbeiten muss. Also bergab ungefähr 10 Kilometer nur bremsen. Also ich kam nicht dazu, von der Bremse runterzugehen, so wie hier ungefähr. Und den Tag waren wir noch einkaufen, da waren wir kurz dahinter, war da so ein kleiner Ort, wo wir im Prinzip dann normal fahren konnten. Und dann geparkt, dann gucken wir die Bremsen so an. Die waren richtig rot. Hat auch ein bisschen gerochen, also. Jedenfalls haben wir gesagt, naja, das ist ja super, ne? Ihr wisst ja, wenn es bergab geht, die Bremsen versagen dann irgendwann. Dann kriegst du schon Ofensausen. Na jedenfalls, ich dann gleich beim nächsten Mal nach Hause fahren zur Werkstatt und die Bremsscheiben gewechselt mit Belege. Also das war ja auch total, also das ist typisch. Ja, damals die Leasingfirma, Baustelle ist da und da, hinfahren. Firmenwagen sind die alle hochgefahren. Die da in der Firma gearbeitet haben. Und wir hatten da keine, ja, nichts da drin, Privatauto. Ich meine, normale Strecken habe ich ja nicht dagegen. Ne? Das ist ja hier, bergauf war schon heftig. So, wo ist die Mühle? Geradeaus nicht. Links. Und das war schon heftig. Also, bekam ja auch ein Firmenauto, weil die anderen beiden dabei waren, auch gesagt haben, nee, Privatauto geht direkt nicht. Dann haben die sich darum gekümmert, um dass so ein Firmenauto kommt. Und dann, jo, dann haben wir nachher das Firmenauto gehabt. Aber da kam nachher. Nach 4 Wochen war die Baustelle zu Ende. Hieß es, der Firmenbahn muss zurück nach Linz. Wir waren in Tirol. So, die anderen beiden haben neue Baustelle bekommen, sind aber nicht nach Hause gefahren. Und dann sollte ich mit meinen Arbeitskollegen das Auto nach Linz bringen. Ey, du sagst, wir fahren nach Hause. Wir haben jetzt da keine Zeit, einen Abstecher nach Linz zu machen. Das war ja ein Umweg von locker 500 Kilometer im Ganzen, ne? Also, rein und raus. Die waren auch in München, sind wir gefahren Richtung nach Norden und wir hätten dann noch weiterfahren sollen Richtung Linz. Das ist wirklich
gucken hier im besten Fall. Also. Ja, verkaufen wollte ich alles so im Großen und Ganzen nicht, also automatisch. Und weil der Preis nicht einfach fällt und das ungünstig. 30.000, naja. Geht ja noch. Hier muss ja auch ein bisschen gucken. Die Straße kannst du gar nicht nutzen. Und da ist der Kreisverkehr eingefahren. Dann mache ich auch nochmal. So, neuer Versuch. Kommt jetzt besser klar als vorher oder nicht? Oh. Ja gut. Verkehrsregel war dann egal. Wie halt der Kurs eingefahren wurde, ne? Aber das macht ja nichts. Der Verkehr ist aktuell aus. Aus der anderen Strecke, ne? Bin gespannt, wo er hinfährt. Dann mal weg. Unsichtbar. Ja, das hast du viel. Ich zeige so eine Strecke, wo es steil bergauf geht. Aber mehr, ja doch. Auch im alten Vorland so eine Ecke. Ist nie alles flach. Macht aber Autofahren auch Spaß, muss man dazu sagen. Das ist nicht so eintönig, ne? Also nur flache Land. Ja. Aber im Großen und Ganzen haben sie große Straßen, breite Straßen und auch ins, also auch heile. Ne? Ob es im nächsten Jahr auch noch so ist. Das weiß keiner. Aber in der Regel sind wir kurz vor Wahlen, da wird kräftig gebaut. Dann fällt denen ein, die müssen was tun für die ja, Bevölkerung. Neulich haben sie bei mir, wo ich mal zur Arbeit fahre, ein Stück Leitplanke erneuert. Oh, 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 oh. Und da bekamen sie extra mit Bauwagen gestellt. Bauwagen, also richtig so ein Pausenwagen. Da waren sie einen Tag beschäftigt. Muss man die Kurvengeschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Kurvengeschwindigkeit machen wir auf 50%, weil das ist ja, wenn er voll beladen ist, dann geht das in die Hose. Tja. Mal eine Elga drin fahren, ne? Ja, die Kurse habe ich übernommen von KI. Das hat der Autodreif berechnet. So wie die KI fährt. Oder fahren würde. So eine komische Kreuzung. Diese Balkons gibt es wirklich im alten Vorland. Ich hatte mal eine Pension gehabt. Das war eine Hauptstraße und Bahngleis und naja, Gebirgsbach kann man nicht mehr sagen, Gebirgsfluss. Also etwas kräftiger. Also nicht mehr so. Konnte zwar kein Schiff fahren, aber wie gesagt, das war doch etwas mehr wie ein Bach. Ne? So ähnlich wie hier. Das war ein Lärm von diesem Wasser. Es rauschte den ganzen Tag oder den ganzen Abend. Und ja, dann Autoverkehr.
Sobald die Straße nass war, wurde oder ist oder war, war es auch laut. Und wenn der Zug abends durchgefahren ist, Güterzüge im allermeisten Fall auch sehr laut. Personenzug hast du fast nicht gehört. Der ist natürlich gerauscht, kann man sagen. Ne? Also vom Lärm her. Aber die anderen Dinger waren laut. Muss ich mal schauen, wie er jetzt erfährt. Ob er da jetzt hinkommen soll. Ja, hier soll es zum Silo gehen, ne? Muss man hier eine Auffahrt machen. Kreisverkehr. Der andere Kreisverkehr war ja eingefahren. Das war nicht richtig, aber war eingefahren. Den musste ich einfahren. So klappt ja ganz gut. Also wieder die Feldeinfahrt annimmt. Er muss ja nicht weit fahren. Weil er im Prinzip schon. Ja, die Wiesen sind ja hier größer wie die Felder. Die Felder sind ja noch recht klein. Ne? Gespannt. Macht er wieder so einen Kack. Das ist nicht gut. Denn das ist ja Käse. Muss ich eingreifen, das haut's auch nicht hin. Jo, das dazu, ne? Hat nicht ganz geklappt. Gut, da muss ich mal gucken, wo er noch liegt. Wie gesagt, wir haben ja keine Feldnummer, ne? Geld brauche ich. Und mal versuchen, Gülle zu holen vom zweiten Stall. Und dann mal schauen, ob da die Gülle reintransportiert wird. Und später will ich auch Zuckerrüben für Zuckerrübenfabrik verwenden. Und Geld befahren. Und die Rüben dann verarbeiten. Ja, Gülletechnik muss man auch zulegen, dass ich da später die Felder düngen kann. Ne? Mit Gärreste halt. Noch haben wir keine Gärreste, aber die kommt ja garantiert. Und haben wir genug Kühe, genug Futter? Mal gucken. Futter reicht noch eine Weile. Aber Milch haben wir auch schon wieder teil. 6000. Das ist Gentisch. Na. Dieser Stroh muss man mal bei Gelegenheit. Oh, Gülle ist leer.
Da war ich drin. Wegen einen halben Takt, wenn wir nicht losfahren. So, Gül drin jetzt. Nee, wieso nicht? Kein Platz. Das ist der Fermenter. Das ist. Nee, das ist er richtig. Oh, ich habe keinen Platz. Wir keinen Strom haben. Wir bauen noch ein drittes dazu. Trafohaus. Der muss aber hier auch herkommen. Da wo die Wiese ist. Da soll es ja auch noch ein Update geben. Wegen Missionen machen. Aber mal schauen. Das Teil ist ein Methantank. Verkauf. Ja, wir haben nicht so Methan, ne? Verdreht. Macht aber nichts. Methan. Verkaufen. Gülle ist verteilen, aber gut. Ich muss nicht verstehen, wie das nicht funktioniert. Oh, Überlänge. Ha, so gesagt, Überlänge. So, Zuschauer, das soll es schon heute gewesen sein. Dann sagen wir mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier. Der Einrad. Tschüss.